3-0 steht es in der Arena mit dem Schaman. Und das waren echt coole Spiele. Alle drei. Also das Deck macht richtig Spaß. Bis jetzt weiterhin keine Panda-Bibis, mussten sterben. Glück gehabt. Und aber echt coole Spiele. Coole Kombinationen. Bin gespannt, wie weit ich mit dem Deck komme. So, jetzt. Aber es waren auch langsame Spiele. Es waren interessante Spiele, keine schnellen, so zack, 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 Aggro-Spiele. Echt coole, wo man sehr drauf aufpassen musste, wie spielt man es, was macht man. Und die abartige Kombo in der letzten, im letzten Spiel war halt der Hammer. Das ist schon nett. Und jetzt, es dauert natürlich lange, jetzt einen würdigen Gegner zu finden, nachdem ich so sensationell gespielt habe. Ich glaube, er sucht Ostkaka jetzt im Moment gerade für mich, weil es der einzige würdige Gegner ist, den er aktuell in der Arena für mich finden kann. Und Ostkaka schläft noch seinen Rausch aus. Seinen Ruhm als Hearthstone-Weltmeister. Gestern auf der BlizzCon das Turnier gewonnen. Ja komm, es darf jetzt schon auch losgehen. Tja. Ja, ich glaube, ich spiele inzwischen mal eine Runde Dota, bis er hier ein Spiel gefunden hat. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich meine, stell dir vor, wenn ich noch ein paar von den Schwachen... Ah. Habe ich jetzt trotzdem gewonnen, wenigstens. Na dann. Der hat auch versucht, mich zu dodgen. Ich dachte, ja, ich dodge mal, aber... Das hätte ja mal bei 11 Wins passieren müssen. Thrall gegen Rexxar. Tja. Ja. Oh, das ist ein guter Start. Flametang jetzt nicht unbedingt am Start. Aber die beiden. Die Axt und Gadgetzan Jouster. Na, eine zweite Axt will ich nicht unbedingt, aber ist auch nicht schlimm, weil sie trotzdem sehr, sehr stark ist. Und ich habe auch die Coin. Läuft. Das sieht hervorragend aus gegen den Jäger. Arco at Berlin fragt, ob heute Dota 2 kommt. Ja, heute Abend 20 Uhr gibt es Join Dota League Spiele. Mein Bot hat das Carina gestern Abend schon richtig hinterlegt. Okay, das ist eine Ansage. 6 zu 1 und den Fire-Element hier gleich mal zeigen, um ihm zu sagen, Baby, ich habe ein Deck, gib besser gleich auf. Fucker! Die Elemente werden euch vernichten. Ja, allerdings. Grüße. Na gut. Kann ich Bedarf würfeln? Kannst nach Hause gehen. Bedarf würfeln. Ich zeig gleich mal, wo du Bedarf würfeln kannst. Elemente. Okay, er hat 6 Karten auf der Hand. Ich habe gleich Münzen nicht mitgerechnet. 5 Karten auf der Hand. Dafür habe ich eine Waffe und einen 3-3er schon liegen. Fängt gut an. Gleich nächste Runde. Okay. Ich bin ein Morgenmuffler. Behalt die Waffe erstmal noch. Auch wenn ich die zweite schon auf der Hand habe. Jetzt direkt schon Stress machen. Ach komm, kein Explosive Trap.
Aber eventuell kann ich den Imp-Master wieder am Leben erhalten. Schau mal. Go, go, go. Go, go, go. Kein Quickshot bitte, kein Kill-Command. Go, go, go. Okay. Na, wenigstens eine Runde. Dann stärk mir mal so viele wie möglich. Silbermond wird nicht fallen. Auf gar keinen Fall. Auf in die Schlacht, Made. Das Deck ist trotzdem ganz recht stark jetzt. Das Board meine ich nicht. Das Deck. Elemente zeigen mir den Weg. Ja, schade. Da wird Muklas Champion wahrscheinlich dran glauben diesmal. Schade, dass er einen Stealth hatte, sonst hätte ich alles weghauen können. Aber das sieht schon wieder abartig gut aus. Ja, den Muklas Champion muss er loswerden eigentlich. Ist viel zu stark. Twerks meint, er ist nicht so gut in HS. Kann man da besser werden? Klar kann man besser werden. Musst halt dich entscheiden. Erstmal Arena oder Constructed. Dich auf eins konzentrieren. Wow. Wow. Ganz schön gut. Okay, damit hat er... Respekt. 4, 5, 7. Das war eine gute Aktion. Erinnert euch an Kel'Thalas. Sechs Damage. Na, versuchen wir jetzt mal jede Runde den Damage unterzubringen. Auch noch drei Runden. Das war gut. Der Galen war echt gut. Ich treffe auf so starke Decks im Moment. Hammer. Und ich gewinne trotzdem. Das ist eine hammerige. Oh, auch gut. Und Glaivesuka. Er hat 6 Damage schon liegen. Es kann nochmal knapp werden. Der Baron Geddon hat mir echt ganz schön die Runde versaut. Da habe ich mich schon. Da hatte ich auch ein echt gutes Board und dann kommt ein Baron Geddon. Oh, nice. War nicht schlecht. Interessante Runde, krass. Er macht jetzt einfach Druck. Gar nicht so schlecht von ihm. Und dann habe ich jetzt doch noch verloren, glaube ich, wenn ich keinen Taunt kriege. Ich habe noch verloren. Krass. Habe ich grobe Fehler gemacht? Ich glaube eigentlich nicht. Er hat einfach jetzt mit dem Kodo und dem Houndmaster. Das Kodo hat ihn for free gekillt, der Houndmaster hat ihn gebufft. Durch die Buffs so viel Schaden gemacht. Krass. Hier schon rum mich gefreut. Ich krieg keinen Tod, 7 Damage. Es bleibt nicht viel Zeit. Was tun? Der Houndmaster, ja, sonst hätte ich es schaffen können. Mir fällt auch nichts mehr ein. 7 Damage. Fuck it. Baron Geddon war da mal the shit. Na gut, wenn er nicht vernünftig spielen kann. Diese Runde geht an euch.
Schade. Was ist das denn für eine Scheiße? Hallo? Vor allem der Twilight Drake, der hätte mir der Gewittersturm, okay, der hätte mich retten können. Übrigens, statt des Twilight Drakes an der Stelle. Gleich mal Notiz machen, schade. Da geht das erste Panda-Baby dahin. Seid auf dem Hut. Eure Zeit ist gekommen. So, gleich mal Notiz machen. Schade um das Panda-Baby. Hat es echt nicht verdient. Aber. Ich meine. Ein Lightning Storm hätte mir da echt geholfen. Ja, doch, wenn ich darüber nachdenke, schon. Das ist eine Scheißhand. Das hätte ich damit gewinnen können. Ja. Schade drum. Hm. Mach dich selber klar. Elemente, zeigt mir den Weg. Ich treffe ständig auf krass, die krassen Decks, oder? Mit den ganzen Legendaries und sonst was. Was ist denn da los? Was habe ich denn heute für Gegner? Können die sich mal alle verpissen mit ihren super Decks? Ich habe das nicht bestellt. Bin gerade ein bisschen angekackt jetzt. Von diesem Ende. Es sah so gut aus und dann kommt so ein Scheiß. Was haben die denn alle für Decks heute? So irgendwie hier Legendary Tag. Habe ich eine Legendary? Nein. Haben die dann alle 15 Legendaries? Ja. Ich frage mich, ob. Und es geht ja nicht nur um mich, es geht ja auch um die Panda-Babys, ja? Muss man auch mal daran denken. Also. Das. Da muss man ja bedenken, sowas. Ach, na sicher. Münze, Eviscerate, Advent von der nächste Legendary, klar, weil. Warum nicht? Komm, mach halt. Ist echt eine gute Idee und so. Finde ich echt auch, finde ich voll in Ordnung von dir. Mach dir keinen Stress. Was habe ich denn heute für Gegner? Können die mal bitte alle nach Hause gehen? Alle? Habe ich die bestellt? Nein. Unglaublich hier. Nächste Runde habe ich 7 Mal. Ne? Ich überlege gerade, ob ich nämlich den. Ich fürchte, ich brauche diese zwei Angriffe zum Traden. Und einfach, wenn er da liegt, bringt er mir nicht so viel. Kann er mit der Hero Power viel zu leicht wegmachen. Mich hat noch nie jemand besiegt. Natürlich. Warum nicht? Mach ruhig. Mach ruhig. Nicht so, dass du mir total auf die Eier gehst.
ist das scheiße gerade. Ey, ey, geht's noch? Geht's noch? Hallo, geht's noch? Geht's noch? Nee, geht nicht. Jetzt kann ich auch den 8-8, den ich gegen die Kaisergruppe. Ey, was ist denn hier los? Ich werde hier völlig vermobbt. Geht's noch? Ja. Eure Magie wird euch nicht retten. Ja, ja, mach ruhig. Ich will keinen Zwang an und so. Versuchen, ein Board aufzubauen, recht verzweifelt, aber kann ich halt vergessen. Das kann ich nicht tun. Auf in die Schlacht, Made! Gut gespielt. Ja, diese eine Kaiserkobra, die mich halt einfach mal gefickt hat. Hat so einen Spaß gemacht, der Anfang. Das ist auch Müll. Ah! Das sieht ja ein bisschen besser aus, mal. Das war scheiße mit der Scheiße. Zwei so völlige Kackrunden. Das gegen den Hunter war schon so eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Und das eben war irgendwie auch scheiße. Was ist denn da los? Und dann kommen die alle mit ihren 17 Legendaries um die Ecke. Why? Weil kann man ja mal machen. Ist halt mal eine geile Idee. Der Schnauze. Die Waffe bringt mir an der Stelle nicht so viel, weil sie nur 2 Damage hat. Das Alb. Erstmal den 3-4. Ja, Buff. Ja, nie. Kaum geht schon. Ey, mach dir echt keine Sorgen, dass das irgendwie scheiße ist, oder? Entschuldigt bitte. Ja, entschuldigt bitte. Naja, heil ruhig. Mach dir also keinen Stress. Passt schon, super Idee. Ja. Ja, 2 Angriff. Komm, das ist schon echt. Das ist eine gute Idee. Mach das so. Ey, jetzt ein Lightning Storm. Damit würde ich beides wegkriegen. Zweites Panda Baby. Ey, bald mache ich das persönlich. Ich spende nicht nur das Geld, ich gehe da persönlich hin. Ich frage mich, ob das hier alles Verarschung ist. Ich hätte angreifen sollen, wenigstens den. Ach, fuck this shit. Ja, just go face, komm.
Bring it. Ich dich zerquetsch. Bring it. Keine falsche Bescheidenheit. Verhau mich so richtig. Ich habe noch 11 HP. Das muss ja wohl nicht sein. Shadowwood Death? Na klar. Because why the fuck not? Habe ich Spells? Nein, natürlich. 4-4 für 2 Mana. Bring it. Komm, gewinn den Joust. Kein Problem. Hey, was ist denn los? Peinlich. Peinlich. Noch 7 HP. Geiler Scheiß. How it's supposed to be. Kleine Atempause, das könnte ganz gut für mich sein. Auf nach Norden. Hä, warum ist er denn nicht face gegangen eben? Hä? Du hast schon gewonnen, Junge. Ein typischer Martin. Klassischer Martin-Play. Classic Martin. Lethal Damage. Don't give a fuck. Ups, war HP da was? Jetzt auch ein klassischer Lee hinterher. Ich dachte, das wäre ein Angriffskraft. Panzerung. Warum das denn? Jetzt muss ich doch noch eine Karte verschwendet. Ist doch scheiße mit der Scheiße. Warum war das eine Panzerung? Ich dachte, ein plus ein Attack habe ich gedacht. Achso, Spare Part kam vom Yeti, stimmt. Na egal. So, ich brauche auf jeden Fall 2, 4, 5 Mana habe ich also noch. Ich brauche 2, 4. 2, 4. Nur kurz nachdenken, dass ich keinen Fehler mache. Silbermond wird nicht fallen. Ich mache ja ganz gerne mal Fehler. Fucker! Mind Control! Okay, wenigstens das. So, den fick ich jetzt noch.
Was sollte ich mir gründen? Ich bin vom Fluch befreit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was glotzt du so? Lass die Dunkelheit herein. Wie ist das eigentlich, wenn kein Platz ist? Achso, den Schaden kriegt er trotzdem. Nehmt das! Na schön, ich heile. Okay. So, wie kriegt man das jetzt weg? Eigentlich alles ziemlich easy. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Für die Pechschwinge. Sieben. Dreizehn, sechzehn. Gar nicht. Diese fucking Runde habe ich noch gewonnen, stimmt. Ich glaube eben, das war schon ein Fehler, überhaupt das erste zu traden. Fuck! Mann! Trotzdem, das eine Panda-Baby ist schon. Das Geld schon überwiesen. Ich bin hier völlig. Diese Runde hat mich fertig gemacht. Also der Gegner wird auch ein bisschen angekackt sein. Boah, Wahnsinn. Das ist mir alles zu viel. Thrall gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Eure Zeit ist gekommen. So, ey, es ist anstrengend. Das ist nicht gesund fürs Herz, ey, ich sag's euch. Tja, Martin gegen Martin, da sind die Skillplays. Oh, was für eine fucking scheiß Starthand. Oh, ouch, ouch, ouch. Das ist mal richtig mies. Der Sweet Drop ist scheiße. Was soll ich denn damit? Das ist alles Müll. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Ja, Zeit für ein bisschen Schnauze halten. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, wie gehe ich jetzt halt um? Drei, eins. Das ist alles scheiße mit der Scheiße. Fällt mir auch nicht. Ich mag die Runde überhaupt nicht. Die Starthand ist die volle Kotze. Ich bin mit allen Wassern gewaschen.
Naja, kein Stress. Auf in die Schlacht, Made! Ich habe ein riesiges Gewehr! Wenn jetzt der Twilight Ray kommt, ja, Glück gehabt. Wäre sonst schon das nächste. Das ist doch alles scheiße. Ich hätte ihn einfach hexen sollen, 1000. Es gefällt sich. Ich bin gerade tierisch genervt von dieser Vollscheiße. Vollscheiße mit der Scheiße. Ja, verhau mich. Zittert vor der Macht Sturmwind. Habt ihr Fisch? Nein, ich hab mich verklickt. Insgesamt irgendwie Achterbahnfahrt der Gefühle. Immerhin, zwei Panda-Babys müssen sterben. Das geht noch, finde ich. Zwei Panda-Babys ist fast noch okay. Ist nicht so wahnsinnig viel. Knack, Knick-Knack, super Knuck. Ja, bisschen unbefriedigend, aber es war interessant. Die erste Runde waren der Hammer und danach. Ich brauche eine Pause. Die gönne ich mir jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen wieder bei Sinnen bin. Bis gleich.